Wir sind wieder an der Westküste Portugals angekommen und lassen die für unseren Geschmack zu touristische Algarve-Küste hinter uns und genießen die ruhige und naturbelassene Landschaft in vollen Zügen. Wir wurden heute Morgen unsanft geweckt, denn die Polizei stand neben uns und hat uns aber nur gebeten, nachher zu fahren. Also ganz tiefenentspannt, die haben keine Knolle, gar nichts gemacht. Und einer sagt, er steht schon seit 4 Tagen hier und jeden Morgen kommt die Polizei und bittet ihn wegzufahren oder beziehungsweise kein Unrat zu hinterlassen. Und ja, also es ist tatsächlich echt entspannter, als man in den Medien berichtet. Wir lieben es, zu sehen, wie unbeschwert unsere Kinder am Strand rennen. Ihnen all das ermöglichen zu können, ihnen die Welt da draußen zu zeigen und ihre Kindheit mit all diesen wundervollen Erfahrungen zu bestücken, ist für uns als ihre Eltern das Großartigste und ein wundervolles Gefühl. Wir machen sicherlich als Eltern nicht immer alles richtig, aber diese Reise mit ihnen zu machen, ihnen all diese wundervollen Dinge zu zeigen, ist definitiv eins unserer besten Entscheidungen. Wir hatten wieder eine ganz tolle Nacht direkt an der Küste. Also es ist auch in Portugal kein Problem, an der Küste frei zu stehen. Das ist durchaus noch möglich. Man muss nur die richtigen Plätze dazu finden. Und hatten wirklich eine ganz tolle Nacht. Und jetzt geht es für uns weiter nach Porto und wollen uns noch Porto angucken, bevor es dann für uns tatsächlich endgültig nach Deutschland zurückgeht. Das ist das erste Mal, dass ich mit der Drohne nicht fliegen kann, weil es einfach nur zu neblig ist vom Wasser. Und die Linse ist komplett beschlagen. Scheiße. Schon raus, ey. Das ist alles so feucht. Neblig. Wir sind in Porto angekommen, auf einem kleinen Wohnmobilstellplatz. Say this or this? This, yeah, this. Trindade. Yep. Trindade, okay? Okay. Okay, brother. Oh! It's
Also wir sollen auf unsere Sachen aufpassen. Also das ist ein Pärchen, ich weiß nicht, wie heißen sie nochmal? Marlene und Rui. Das ist ein kleines Pärchen, die heißen Marlene und Rui. Und die leben seit 3 Jahren hier. Vier Jahren? Ja, 4 Jahre. Wer weiß, dass sie 4 Jahre hier leben? Hast du das von eben gesagt? Du sagst mir 3 Jahre. Also unsere Bahn steht hier. Das ist die Stand hier. Unsere Bahn stand hier. So, dann können wir wieder zurückgehen, ne? Und sie sind. Marlene und Rui leben seit 3 Jahren hier auf dem Parkplatz und sie sorgen hier für Zucht und Ordnung, wie sie gesagt hat. Sie sagte, sie ist die Security auf diesem Parkplatz. Und hat total lieb. Sie sagt, sie passt auf die Hunde auf, wenn wir unterwegs sind, und sie passt auf die Wohnmobile auf, vor allem. Deswegen bringen wir auch was Tolles mit für die beiden. Da vorne ist unser Stellplatz und hier vorne ist die Metro und wir können direkt mit der Metro in die Stadt fahren. Und die Marlene war auch so lieb und hat uns geholfen, die Karten zu ziehen. Da steigen wir aus. Da erkennt man, dass wir keine Stadtmenschen sind. Wir haben vergessen, die Karten zu entwerten. Habt ihr schon mal so einen schönen McDonald's gesehen? Also ich kenne die ja nur in hässlich. Wie wir später erfahren, ist dieser McDonald's nicht nur schön anzusehen, er wurde 2020 auch zum schönsten McDonald's der Welt ausgezeichnet. Fischkonserven haben in Portugal eine lange Tradition. Bereits seit der Eisenzeit wird in Portugal Fisch konserviert. Und so verwundert es nicht, dass es ganze pompöse Läden gibt, die nichts anderes außer Fischkonserven verkaufen. Fisch in den Dosen. Fisch in den Dosen. Nach Jahreszahl. Und wir haben auch Schrimps in den Dosen. So. Thank you very much. Das lassen die sich nicht zweimal sagen. Und wie die Geier stürzen die Kinder samt Max sich auf die Süßware. Dass das eine teure Angelegenheit wird, hätten wir ahnen müssen. Max hat gerade für 19 Euro Süßigkeiten gekauft und ich wette, das ist ja noch Haribo aus Deutschland. Excuse me.
Ich wollte so gerne in diese schöne Bücherei. Jetzt haben wir irgendwie so lange getrödelt, jetzt war sie schon zu. Das ist, weil wir Süßigkeiten gekauft haben für 20 Euro. Weil wir Süßigkeiten für 20 Euro gekauft haben, ja. Porto, die Stadt, die im Deutschen übersetzt Hafen heißt, liegt an der Atlantikküste im Norden des Landes. Das historische Stadtzentrum gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Porto ist bis heute wirtschaftlich und industriell das Zentrum des Landes. 2001 war die Stadt Kulturhauptstadt Europas. Porto ist wunderschön, aber das, was wir sehen wollten, haben wir, wie das so als Eltern ist, leider nicht gesehen. Stattdessen waren wir im McDonald's und im Süßigkeitenladen. Aber Porto ist trotzdem wunderschön. Für uns heißt es aber jetzt leider Gottes weiterziehen. Wir müssen noch ein paar Kilometer machen, denn bis Sonntag müssen wir zurück in Deutschland sein. In Frankreich erreicht uns ein Problem, das schon seit Tagen in den Medien präsent ist. Kraftstoffknappheit aufgrund von Streiks in den Raffinerien. So sehen alle Tankstellen in Frankreich aus. Wir kriegen keinen Diesel mehr. Das ist jetzt schon die fünfte Tankstelle, die wir anfahren. Alle leer. Alle geschlossen, alle zu. Wir haben jetzt zum Glück noch ein bisschen Diesel gefunden an der Tankstelle, die wirklich nur noch ein bisschen Diesel hatte, also auch gar kein Benzin mehr und eigentlich schon gesperrt war. Jetzt heißt es weiterfahren. Gott sei Dank. Aber die Situation hier ist echt übel. Und wie ist es nun mit dem Freistehen an der Küste von Portugal? Die vielen Verbotsschilder verleihen dem Ganzen den Eindruck, als Camper unwillkommen zu sein. In der Realität ist es in der Nachsaison aber sehr entspannt und Freistehen war selbst an der gesamten Küste kein Problem.